Diese Abwehr des SV Werder Bremen. Oh, es war gerade der Schlusspfiff. Da kamen schon die ersten Fans auf mich zugelaufen und sagten: Björn, Björn, diese Abwehr. Ja, und das muss man leider auch nach dem ersten Bundesligaspiel in der Saison sagen. 0:4 gab es einen auf die Mütze hier im Wohninvest-Weser-Stadion gegen den FC Bayern München. Und es wäre gar nicht so heftig gewesen, wenn der SV Werder Bremen nicht am Ende komplett eingebrochen wäre und in der Nachspielzeit sich nicht noch zwei Dinge hätte eingefangen. Denn eigentlich hätte auch so 0:2 ausgereicht und dann hätte es viel besser ausgesehen und wäre man vielleicht nicht ganz so enttäuscht aus diesem Stadion rausgegangen. Aber so macht man sich doch ernsthaft Gedanken. Jetzt müssen wir das mal ein bisschen aufdröseln, diese Partie, diesen Bundesliga-Auftakt hier in Bremen. Das erste Mal nach 19 Jahren. Hier war richtig, richtig was los. Hütte natürlich gerappelt voll. Lothar Matthäus hat die Schale reingebracht, sich schön ein paar Pfiffer abgeholt, genauso wie Bossos bei der Nationalhymne. Ich fand es übrigens eine gute Version. Verstehe auch nicht. Ja, der Kameramann schüttelt den Kopf. Ich fand die Version gut, aber ob man es braucht vor so einem Spiel, naja, aber ob man da auch pfeifen muss, ich weiß nicht. Aber es war schon irgendwie, da war ein Kribbeln drin und dann geht diese Partie los und man freut sich und dann gibt es im Prinzip den ersten Ballverlust von Werder nach 2-3 Minuten. Stay verliert die Kugel ziemlich weit am 16er der Bayern und dann geht es pam, pam, pam. Die Bremer kommen nicht mehr ran. Und Sané läuft durch, alleine über den ganzen Platz und schießt es 1:0. Da denkst du dir, was soll das hier? Was ist hier los? Und danach haben die Bayern ein Tempo hingelegt. Da konnte Werder froh sein, dass sie nicht Knoten in den Beinen hatten, dass es ihnen nicht schwindelig war und dass es nicht 0-2, 0-3, 0-4 stand. Da hatte vor allen Dingen Musiala, der war richtig gut drauf. Aber kein Seewasser getrunken, der junge Mann. Und so blieb es dann beim 0:1. Werder biss sich dann so in diese Partie rein, verteidigte dann gar nicht so schlecht. Das ist ja auch nicht selbstverständlich für Werder. Und hielt dann dieses 0:1. Ich glaube, wir müssen eine kleine Pause machen. Und genau an dieser Stelle mache ich sofort weiter, wenn ich dieses Auto durchgelassen habe. So, das Auto ist weg. Wir machen an der Stelle weiter. Von Kane war in der ersten Halbzeit nicht ganz so viel zu sehen. Außer natürlich dieser Superpass auf Sané zum 1:0 und danach, naja, ein paar Bällchen, war nicht schlecht, aber insgesamt war Werder nicht mutig genug, ist nicht, obwohl man das ist komisch, weil sie bei dem Tor total aufgerückt waren, ansonsten war Ole Werner zu wenig mit dem Aufrücken. Ja, und nach der Pause auf einmal Werder wie ausgewechselt, aggressiv nach vorne, alles gegeben, mit Schweizer auf einmal auf der rechten Seite zum ersten Mal dabei, seit seinem muskulären Problem. Und dann ging das richtig ab, hat das richtig gut gemacht, eine dicke Chance noch gehabt dabei, auch vor allen Dingen Bittencourt die beste Chance gehabt, aber der Ball wollte nicht rein. Stay noch ein Ding gehabt und ja, und dann haben die Bayern das dann wieder in die Hand genommen und vor allen Dingen dann dieses 2:0 einfach ärgerlich. Burke war reingekommen, weil Mitch Weiser halt platt war nach 60 Minuten und Burke hat das nach vorne toll gemacht, hat Duksch einmal super in Szene gesetzt, aber über Marvin Duksch, was soll ich da heute zu sagen? Ja, der hat mitgespielt, aber das ist einfach zu wenig vorne. Der hat kein Durchsetzungsvermögen, da passiert nicht viel. Da gab es einen Freistoß, den er über die Mauer gemacht hat. Da denkt man sich, oh, der sieht ganz gut aus. Aber der war so langsam, der hatte so ein Schneckentempo. Das war echt zu wenig. Ja, und den Ball von Burke, den nutzt er auch nicht. Naja, so gut das von Burke auch war. Und wir dachten alle so, Mensch, vielleicht geht da doch noch was auf der rechten Seite. Nee, ging gar nichts. Also, der ist einfach nicht zurückgelaufen. Mehrfach nicht. Und so fiel dann auch das 2:0. Dann von wem natürlich? Von Kane. Sané hat dann noch in der Nachspielzeit das 3:0 folgen lassen und Tell macht noch das 4:0. Ich hoffe, ich habe die Reihenfolge noch richtig. War auch irgendwann auch egal. Werder ist richtig eingebrochen. Hinten Veljkovic, Friedl, da ging gar nichts mehr. Die waren total platt, standen neben sich. Pieper hat das noch ganz okay gemacht. Dazu muss ich noch sagen, Niklas Stark ausgefallen, kurzfristig, aus familiären Gründen. Mehr möchte Werder dazu nicht sagen. Respektieren wir natürlich. Alles Gute von dieser Stelle auf jeden Fall, auch was da auch immer ist. Also musste auch schon wieder ein bisschen improvisiert werden. Aber hinten ist es zu wenig, aber ein Lichtblick kann ich euch auf jeden Fall schon mal sagen. Und zwar der neue Mann, Sennelin. Ich finde, er hat das richtig gut gemacht. Der war giftig. Das war mal einer, der die Bälle geholt hat. Aber die Meinung hinter, die ging völlig auseinander. Während Spieler wie Marco Friedl und Niklas Füllkrug noch gesagt haben, ja, der muss noch viel lernen. Das hat ganz ordentlich gemacht, aber da fehlt noch ein bisschen was. Und auch Ole Werner so, ja, war eine ordentliche Leistung, aber ganz okay. Hat Clemens Fritz zum Beispiel gesagt. Und das fand ich genauso auch. Der hat einige Bälle geklaut und war ein guter Balldieb. Natürlich musste er sich auch noch weiterentwickeln, aber der hat den wesentlich positiver gesehen, fand ich auch. Für mich der beste Bremer auf dem Platz, neben Jiří Pavlenka. Ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt. Könnt ihr gerne unten reinschreiben. Ja, aber wie geht man jetzt mit dieser Partie um? Erst das Pokal aus,
bei Viktoria Köln, bei dem Drittligisten. Jetzt 0-4 gegen die Bayern. Das ist jetzt keine wahnsinnige Überraschung. Ich spare euch diese ganzen Serien gegen die Bayern, die es gibt. Das ist ja schrecklich. Kannst du natürlich machen, aber irgendwie hat man das Gefühl, da geht so eine Spirale. Es dreht sich immer weiter nach unten. Und alle, mit denen du sprichst, haben so das Gefühl, huiuiui, die Rückrunde war schlecht. Wie will Werder da wieder rauskrabbeln? Ole Werner hat es gesagt, ganz einfach. Einfach arbeiten. Das ist das Motto. Einfach arbeiten. Ja, das sollte man für die Abwehr auch machen, weil die Abwehr macht mir echt Sorgen. Und eins kann ich euch noch sagen, erwartet jetzt keine großen Neuzugänge. Es wird maximal noch ein linker Verteidiger geholt. Selbst ein rechter Verteidiger, den sich Ole Werner wünscht, weil natürlich hinter mit Schweizer keiner da ist, außer Oliver Berg oder auch Ole Werner keinen gefunden hat im Kader. Geht nicht. Geht wirtschaftlich nicht möglich für den SV Werder Bremen. Es sei denn, es geht noch ein Spieler weg. Niklas Füllkrug zum Beispiel. Der hat die Bühne, fand ich, heute durchaus genutzt. Er hat unglaublich Gas gegeben, hat viele Bälle festgemacht, war immer da. Nur was bringt es, wenn du den Ball kriegst und verlängerst, wenn da dein Mitspieler den Ball dann nicht bekommt? Also nicht, weil der Ball schlecht war, sondern weil jemand nicht hingegangen ist. Das ist das Problem. Das Leistungsgefälle in der Mannschaft ist sehr groß. Und ich bin gespannt, wie das mit Niklas Füllkrug die nächsten Tage weitergeht. Ich glaube ja, dass bin mir ziemlich sicher, dass Werder durchaus noch mit dem Verkauf, auf dem Verkauf spekuliert, um dann mit dem Geld noch mal was zu tun. Aber das ist natürlich ein gefährliches Spiel, denn ohne den besten Mann da vorne, auch wenn er heute kein reguläres Tor erzielt hat, ein Abseitstor hat er ja gemacht, war ärgerlich, ne? Das wäre 1-1 gewesen nach 9 Minuten per Kopf. Aber auf den kannst du eigentlich verzichten. Das ist der Einzige, der so das Niveau noch ein bisschen hochhebt. Schwierig, vielleicht geht noch jemand anders und dann hast du daher Geld. Aber wer soll das sein, Leute? Also das macht's mir echt. Macht mir ein mulmiges Gefühl. Nächste Woche geht's zum SC Freiburg. Ole Werner sagt, ey Leute, erster Spieltag gerade rum, bleibt cool. Das sagen auch Marco Friedl und Niklas Füllkrug. Alle bleiben noch entspannt, aber ich glaube, es brodelt schon ein gewisses Maß da bei Werder. Wir werden das für euch im Auge behalten. Jetzt habe ich lange gesprochen, ne? Aber es war zum Bundesliga-Auftakt auch viel zu erzählen. Den Rest lest in der Deichstube. Podcast gibt's auch, Nachspieldeich machen wir. Morgen fertig und euch jetzt noch eine gute Nacht vom Bundesliga-Auftakt hier in Bremen. Ciao.